Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet vor allem, dass wir Klimaschutz ernst nehmen müssen. Aber Klimaschutz darf nicht auf Kosten von sozialer Gerechtigkeit gehen. Beispielsweise müssen wir unsere Häuser energetisch modernisieren. Wir brauchen neue Heizungen, wir brauchen Isolierung. Das Ganze darf natürlich nicht zu Verdrängungseffekten führen, sodass sich beispielsweise Mieterinnen und Mieter ihre Miete nicht mehr leisten können. Deswegen haben wir uns gefragt, wie können wir urbanen Raum klimafreundlich und sozial gerecht entwickeln? Und wie können digitale Stadtzwillinge dabei helfen? Im Connected Urban Twins Projekt haben wir ein Realexperiment und einen Co-Modellierungsprozess genau zu diesem Thema gestartet. Städte nutzen heutzutage immer mehr digitale Technologien und datengetriebene Tools für ihre Stadtplanung. Und wir können ganz viele Dinge quantitativ abbilden, Dinge, die sich leicht messen lassen, wie Verkehrsströme zum Beispiel. Aber komplexe soziale Phänomene lassen sich ganz schlecht darstellen, weil sie eben nicht so leicht messbar sind. Partizipative Modellierung kann ein Weg dahin sein, weil es ermöglicht, dass man mit ganz unterschiedlichen Fachexpertinnen und Menschen aus der Stadt zusammen solche digitalen Modelle bauen kann. Wir hatten VertreterInnen von Mieterschutzverbänden da, wir hatten einen Vertreter des Eigentümerverbandes da, wir hatten Mitarbeitende der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen da. Und alle haben ihr Wissen eingebracht, um darauf aufbauend eine Lösung zu modellieren. Wir haben insgesamt 4 Workshops durchgeführt, jeweils mit einem Monat Abstand. Die dauerten jeweils zwischen einem halben Tag und einem ganzen Tag. Wir haben mit den Teilnehmenden diskutiert und besprochen, dass das Thema eigentlich auf 2 Maßstäben behandelt werden muss. Einmal auf stadtweiter Ebene und zum zweiten auf der Stadtteilebene. Und auf Stadtteilebene haben wir uns den Stadtteil Rothenburgs Ort herausgesucht. Zum einen gibt es in Rothenburgsort eine hohe Anzahl an Mieterinnen im Vergleich zu EigentümerInnen. Es gibt viele sozial geförderte Wohnungen, aber es ist kein Gebiet der sozialen Erhaltungsverordnung, obwohl es dort so einen erhöhten Veränderungsdruck gibt durch die angrenzende Hafencity. Also was für mich sehr interessant war, war, wie findet Verdrängung denn eigentlich Schritt für Schritt konkret statt? Was muss alles passieren, bis eine Person entscheidet, so, ich ziehe jetzt aus? Und was mir aufgefallen ist während der Workshops, dass es sehr produktive Gespräche waren. Und aus meiner Sicht liegt es daran, dass wir halt direkt am Modell gearbeitet haben, wo die unterschiedlichen Beteiligten ihr Wissen, auch ihre Bedenken direkt einbringen und sogar eingeben konnten in den Touchtable. Dadurch war das so lösungsorientiert, trotz der Reibungen, die es durchaus gab im Raum, aufgrund der unterschiedlichen Interessen der Beteiligten. Wir haben das Realexperiment jetzt erstmal abgeschlossen nach den 4 Workshops. Wir arbeiten das Ganze jetzt wissenschaftlich auf und werden das publizieren. Aber natürlich wollen wir auch weitermachen in dem Prozess. Man kann sich zum einen auf einer Homepage die beiden entstandenen Modelle angucken, selbst Szenarien simulieren und in Austausch mit uns treten. Und es wäre super, wenn wir es auch hinbekommen, zu weiteren Anwendungsfällen Modelle co-kreativ zu entwickeln. Um einerseits dazu zu forschen, also noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen über den Prozess und wie wir Modelle einsetzen können in der Stadtentwicklung, aber im Idealfall auch wirklich ganz konkret zum Finden von Lösungen beizutragen, wie wir die Stadt Hamburg zukunftsfähiger entwickeln können.